Ja, ansonsten machen wir, ansonsten hast du seinen Tisch, dann können wir uns jederzeit einen neuen machen. Ja, gut. Ich habe Kühe außerdem gefunden. Das heißt, die Kuhfarm ist auch schon mal gesichert. Hier stehen zwei Kühe. Lass ich mal am Leben. Und die sind bei 600, 300, okay. Die hole ich, glaube ich, nachher gleich. Können wir gleich irgendwo einsperren da. Wenn wir weiterziehen, können wir die ja immer auch mitnehmen. Ne? Also bei 5. Ja, noch zwei Kühe, cool. Wenn schon wieder Kürbisse, also Kürbisse sollen eigentlich das seltenste Block in Minecraft sein, die sollen seltener als Diamanten sein. Ja. Was jetzt irgendwie das dritte Mal, dass ich eine riesen Kürbisfläche sehe. Und das ist eindeutig eine andere. Als die von vorhin. Ne? Leider steht sogar in welche. Was positiv wird, so wenn ich gucke, towards positiv X und hier geht es in positiv Z die Richtung. Cool. Wusste ich gar nicht, dass das da steht. Ich habe Schweine gefunden, Alter. Du Schwein, du. Na? Du Swin, du. So, ich müsste dich bald da sein. Warte mal, T. 655, 712. Okay. Da bin ich. Nicht ungefähr. Okay, noch 200 Blöcke in Richtung X, aber. Ja, da vorne sind Schneeberge. Das könnte es sein. Ja, der Hobbygärtner hier am Start, ne? Einfach der Hobbygärtner am Start. Ne? Wollte nur ein bisschen meine Weizendings loswerden. Setzlinge. Ja, und deswegen bist du jetzt Hobbygärtner. Ja. Vielleicht finden wir an diesem Eisgebiet 712, Lecci. Ötzi, 655. meine ich. Jetzt wollen sie alle mein Ja, auf Haus. Das ist jeden jetzt Fall. nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr ihr Haus. Verpissen Sie sich. Das ist mein Haus. Oh, ich bin in Pulverschnee gelaufen. Oh nein. Pisst euch mein Haus. Da Ich wohnen bin jetzt in nur ich drin. Pulverschnee gelaufen. Oh nein, ich erfriere. Hilfe! Ich erfriere! Los, pisst euch, Anaconda. Ich erfriere gerade. Hilfe! Helfen Sie mir! Ich erfriere gerade. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ja, wir sehen, glaube ich, gerade gleich einen neuen Tod. Ne? Ich erfriere gerade einfach. Ne? Ach, gibt es jetzt auch einen Tod, der sie erfrieren nennt? Ja, es gibt Pulverschnee. Darin kann man erfrieren. Guck, ich bin erfroren. Das war jetzt auf den ganzen Weg neu laufen. Ich bin Schnee gelaufen. Kartograf, Da kann man nur Kartograf, rüberlaufen, wenn man Lederschuhe hat. Nur wenn man Kartograf. Lederschuhe hat, kommt man da durch, ohne einzusinken. Ich bin gerade erfroren, Digga. Ne? Es gibt ja Pulverschnee und daran kann man erfrieren. Oh, es Wayne. schneit. Perfekt, Digga. Und es Oh regnet. no. Oh no. It's raining man. Halleluja. It's raining man. So, jetzt muss ich da nochmal hinlaufen, Digga, ne? Nur weil ich erfroren bin, Alter, im Pulverschnee. Ne? Warte, ich kann aufschlafen, ich habe ein paar Betten dabei. Können Sie mal aufhören, auf meinem Schwanz rumzuäumeln? Ich dachte, du magst das, wenn du von Gletschern befriedigst. Nee, eigentlich bin ich nicht schwul, Du hast nicht beim Digga. letzten Mal? Du weißt, für uns sehen Village alle gleich aus. Vielleicht ist es auch eine Frau. Ja, Ja, wie können die sonst Kinder kriegen? Also, das können ja nicht alles Männer sein. Anscheinend so. Vielleicht sind die einfach beides. Vielleicht glaube ich auch gerade ihr ganzes Essen. Vielleicht sind Minecraft-Mobs einfach immer männlich und weiblich. Mal drüber nachgedacht. Ja, nee. Ja, doch. Ist mir auch relativ. Weil du kannst ja immer alles mit allem paaren. Also vielleicht sind die einfach beides. Vielleicht sind Ja. die so wie Seepferdchen oder was das war, die einfach beides sein können. Gab's da nicht irgendwas? Gibt's ein Tier, was einfach beides sein kann? Und wenn, ist es mir immer noch scheißegal. Ja, aber dann musst du nicht behaupten, du bist nicht schwul. Es könnte auch ein weiblicher Dorfbewohner sein. Tut Junge, der stell Welt ja mir nicht mehr gerade so schlimm. vor, wie du so erfroren bist und dein Skin einfach noch da steht. Von Eisblöcken umhüllt. Nein, ich bin in Pulverschnee eingesunken. Ach so. Kann ich bei Gelegenheit gerne mal zeigen.
in Pulverschnee eingesungen. Das ist ein neuer Block, den es in den Schneebiomen gibt. 655, 712 muss ich immer noch. Das kann auch ein bisschen dauern. Bis ich da bin. So. Deswegen, und über Pulverschnee kann man halt nur, warum auch immer, ich weiß nicht warum, ansonsten ist man anscheinend zu schwer, nur laufen, wenn man Lederschuhe an hat. Ja. Ne? Dann sinkt man da nicht ein. Und ich habe halt nicht gesehen, dass es Pulverschnee ist und deswegen bin ich gerade erfroren. Ne? Deswegen, jetzt kann man nämlich Pulverschnee dann auch wirklich richtig farmen. In 1.17 gab es halt eine richtig, nein, jetzt gibt es den halt wirklich natürlich gespawnt. In 1.17 gab es so eine richtig zeitaufwendige Methode nur, ne? Ja. Den zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du das bei Basti damals gesehen hast, wie der da stundenlang auf Regen gewartet hat, nur um so ein paar Pulverschnee zu bekommen, ne? Ja. Ja, und jetzt gibt es den halt natürlich gespawnt auf diesen Bergen, da wo ich gerade eingesunken bin, ne? Ja. Und erfroren bin. In der Kälte, weil ich mich einfach nicht haben konnte. Ja, jetzt habt ihr halt keinen Brunnen mehr, Pech, Digga. Ich brauch den Stein. Also ich glaube, jetzt laufe ich mal wirklich in die richtige Richtung. Eben gerade bin ich nur so halb immer in die richtige Richtung gelaufen. Aber jetzt gerade steigen halt... Okay, jetzt nicht mehr. Dann muss ich... Hä? What the fuck? Nur in die Richtung da, okay. Weil bei mir steigen gerade beide Zahlen positiv und ich habe nicht schon wieder eine Zahl erreicht und die andere nicht. Na? So, da hast du die Koordinaten nochmal. Ich weiß sie. Ich kann ja mal in den Chat gucken. Ich weiß, wo ich hin muss. Bloß eben gerade war ich halt schon bei der X-Koordinate bei 600 noch was, aber die Z-Koordinate war bei 300 oder so. Ne? Digga, das sieht auch sick aus einfach. Ne? Ja. Was so Festland und da ist einfach so eine Bucht drin, wo das Wasser weiterfließt. Ne? Okay. Also es ist einfach so über dem Wasser einfach so ein Loch, ne? Wo das Wasser weitergeht. Da drüber ist so Dings. Kann ich gerade schwer beschreiben. Aber sieht cool aus. So, 655, 712, genau. Kok, kok, kok. Hast du Chicken Wing bestellt? Nö, du. Ha? Hast du vielleicht Chicken Wing bestellt? Nö, du. Ich habe gerade lebende Chicken Wings gefunden. Perfekt. Die Band ist mal abgeschlachtet. Oh, ein neues Video wurde hochgeladen. Ja. Das ist aber Magie, ne? Aber schon vor 6 Minuten. Ja, das stimmt. Aber gerade kam die Discord-Nachricht. Beziehungsweise hochgeladen ist der falsche Begriff, freigeschaltet war ja, ne? Weil hochgeladen ist es schon seit heute Morgen und produziert seit ein paar Tagen. Ne? Ja. Ja. 444, Dinger. Bin ich gerade bei der X-Koordinate. So, was war das jetzt? 655, 712. Ah, da bin ich ja gleich. Das sage ich öfters, aber es ist halt wirklich so. Oh, ich habe einen Wohnporter gefunden. Der, diese Hühner sehen halt so cursed aus, ne? Das sind einfach nur zwei Vierecke sind diese, mit denen sie sich bewegen. Ja. Aber ich schlachte noch ein paar von denen ab. Ich gehe dann mal zum Moonportal. Ist mir egal, ob ich jetzt bei der X-Koordinate wieder falsch laufe. Ja. Kann ich ja gleich wieder zurücklaufen. Aber das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, mal gucken, was gibt's Schönes. Eine Goldhacke mit Fluch des Verschwindens, eine Goldhacke mit Behutsamkeit, cool, ein Feuerzeug und ein Obsidian. Cool, ich habe die Eisbucket-Challenge erfüllt, ja. Ohne die Dia-Spitzhacke zu haben. Eigentlich würde ich den Goldblock da gerne haben, aber das ist Lava. Das ist doof, ne?
Und dann nervt ein Zombie. Ey, spinnst du? Du Vollhonk! Alter, was für ein Vollhonk, Digga. Junge. Hat der mich erschreckt. Na? Wegen dem bin ich gerade fast in die Lava gefallen, wegen diesem Vollhonk. Na? Scheiß Zombie, Digga. Na? Ja, das war's mit dem Goldblock, danke. Eben nicht. Dann gehe ich halt weiter. Scheiß Zombie, Alter. Na? Der schubste mich fast in die Lava, Digga. Na? Nein, nicht schon wieder. Nein, ich hab keinen Bock darauf. Ich will auch noch raus hier. Aua! Ich bin jetzt halt schon wieder bei diesem scheiß Berg mit den Dings, mit dem Pulverschnee, ne? Vor allem mit dieser Kontrast. Da vorne ist einmal ein Lavasee mit einem Portal, was einfach so von so einem komischen Steinkonstrukt runterhängt. Da oben ist übrigens noch ein Goldblock. Ne? Und dann neben ist einfach so ein Schneeberg mit Pulverschnee, ne? Was für ein Kontrast einfach. Nein, die Scheißstufe möchte ich nicht haben. Ich möchte den Goldblock haben. Den Goldblock. Nein, nicht das. Schmeiß weg. Auch die Stufe will ich nicht haben. Ich will den Goldblock haben. Aua. Das war dumm. Jetzt habe ich noch weniger Leben. Ich sollte für mir vielleicht mal wieder Essen braten. Ich habe so viel Crap im Inventar. Ich glaube, ich müsste mal in die Lava schmeißen, Alter. Ne? Was soll ich mit einer scheiß Mohnblume? Weg damit. Was soll ich mit Netherbricks? Weg damit. Was soll ich mit Tuffstein? Viel Wolle ist praktisch. Das brauche ich. Bruchsteinschiefer brauche ich nicht. Kies brauche ich nicht. Ein Feuerstein brauche ich auch nicht mehr. Ich habe schon ein Feuerzeug. Ah, das passt erstmal. Dann brate mal bitte die 6 Hühnchen. So. Okay, platztechnisch ist, glaube ich, dumm, das so zu machen, aber egal. Benutzt. So. Ich sollte vielleicht noch ein, zwei Stück Cola reintun, damit die Hühnchen auch braten. Lull, dann stehe ich morgen früh noch und warte darauf, dass die Hühnchen heiß werden. Na? Vielleicht hätte ich den Ofen über Lava stellen sollen. Ne? Theoretisch müsste das ja funktionieren. Ne? Erstmal wieder voll heim. So. Wo sind wir jetzt? Na, in die Richtung, da muss ich, ne? Ja. Ah, jetzt bin ich halt, ja, in die Richtung, da muss ich ungefähr. Um erstmal wieder auf X zu kommen und dann, genau. Und dann so. Ein bisschen an die andere. Na, ja, es dauert, glaube ich, noch einen Moment, bis ich da bin. Ja. Das ist halt so das Problem mit Koordinaten direkt hinlaufen. Du musst halt immer so ein bisschen zwischen X und Z den Gleichstand finden, ne? Um genau dahin zu kommen, ne? Jo, kenn's. Ja. Man hat seit 3 Tagen sein Handy nicht geladen. Und jetzt hat man ja. 10%. Ja, cool. Ist halt wirklich so, dass man beim Handy nur alle 3 Tage laden muss. Ja, ist halt modernes Handy, das ist normal. Ja. So. Laufe ich jetzt mal ein bisschen in diese Richtung, dann wieder ein Z auffüllen, ja, ja. Lass mal kurz den Tag wieder. Digga, warum backe ich zurück, ihr Pfosten? Ja, ich habe auch gerade schon wieder ein bisschen gebackt. Ich laufe mal um den scheiß Berg mit Pulverschnee herum, ne? Vielleicht finde ich nochmal irgendwie ein anderes Dorf, was ein bisschen besser gelegen ist und nicht so wie das, weil es irgendwie schon ein bisschen hart doof da. Ja, wir müssen da ja nicht bleiben. Wir können da erstmal uns ein bisschen Stuff halt holen. Deswegen, ich würde mir auch nicht unbedingt festlegen, wo wir bauen. Jetzt unbedingt direkt. Ne? Nö, ich auch nicht bloß. Warum packe ich zurück? Ich weiß nicht, ich packe auch gerade die ganze Zeit zurück, aber wenn ich auf Tab drücke, wir haben eine gute Verbindung. Das muss am Server liegen. Hallo. Ja, ich packe auch gerade die ganze Zeit zurück. Das muss eindeutig am Server liegen, der gerade rumbackt. Mann, darf ich jetzt weiterlaufen? Hallo, ich will hier weiterkommen. Was ist das denn da, Alter?
Jo. Mann, ich will wissen, was das für ein dummes Haus ist. Junge, ich wurde gerade irgendwie nach vorne geboostet von irgendwas so doll. Ja, aber es laggt ein bisschen. Einmal war ich aus der Welt. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt lädt auch wieder alles. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein Dorf gefunden. Ich weiß nicht, ob es deins ist. Ist es da so ein bisschen im Berg und dann geht's wieder ins Tal runter? Ja, das ja, es ist das. In der Eintruf, in dem Haus, wo die Glocke dran ist, sind die Diamanten. Cool. Falls du die suchst. Kann sein, dass ich denn jetzt dein Dorf gefunden habe. Ja, es kommt hin. 628, 696 bin ich, das kommt hin. Wo es im Tal kein Brunnen mehr gibt, der zugebaut ist? Ja, mit Kürbissen und Holz. Ja, ne? Genau, das ist meiner. Ja, dann ist es dein Dorf, was ich gefunden habe. Cool, dann habe ich doch hingekommen. Guten Tag. Kannst dich ja mal umsehen. Ja, tue ich jetzt auch. Ich würde sagen, wir bleiben hier erstmal. Und dann, ja. Wie gesagt, ich würde hier jetzt nicht unbedingt bauen wollen, sondern da kann man dann zusammen dann noch gucken, wo. Ne? Ja. Können wir ja vielleicht noch nachher mal einen besseren Spot gucken. Ich höre euch gerne zu, weil ich habe instant ein Dorf gefunden, man kennt's. Ja, es ist ja euch schwierig, ne? Aber ich würde euch zu weit weglaufen, du musst bedenken. Ich muss irgendwann auch nochmal wieder zurücklaufen, ne? Und jetzt ist das Dorf hoch. Ist das Dorf hoch. Seh dich da unten. Ne? Du musst bedenken, ich muss irgendwann auch wieder zurück zum Spawn laufen, ne? Ja. Und warum? Ja, warum wohl? Weiter Farm? Nö. Dafür gibt's genug Höhen. Oder warum? Du musst bedenken. Ja, warum wohl? Warum könnte ich zurück zum Spawn wollen? Wegen dem Bett. Gute Frage. Mit welchem Bett denn? Oder weswegen denn? Keine Ahnung, Bett? Ich weiß es nicht. Warum du da zurücklaufen musst. Ja, weil du lost bist. Ja. Weil du lost bist. Ja, sag's. Digga, guck mal, ich hab. Ey, Weihnachten, weiße Weihnachten, Digga. Ja. Hier ist überall Schnee. Ja, weil du lost bist, Digga. Ich dachte, du weißt eigentlich, dass wir hier nicht alleine sind in dieser Welt. Ach ja, wegen Leon. Ja, ich sag doch, wenn du lost bist, Digga. Vor allem was für Betten, Digga, die habe ich vorhin mitgenommen. Was denkst du, wie ich sonst unterwegs schlafen konnte? Ja, natürlich wegen Leon. Digga, wahrscheinlich wurde ich wieder von einem Verlitter mit dem Hut. Ja. Ich wohne jetzt einfach in der Bibliothekarshaus, ne? Kein Bock mehr, irgendwas. Nee. Also eigentlich wollte ich ganz viel bauen, aber ich. Das ist ja einfach 30 Tage wohnen und dann beenden wir das Projekt, ne? Ja. Spaß. Mann, ich habe übrigens Bock, bessere. Was Cooles in Minecraft zu bauen. Gibt bestimmt noch besser gelegene Dörfer. Ja, es sieht ganz cool aus, aber weiß ich nicht. Nee. Wenn ich hier bleiben will. Aber ich meine, es wird auch zu Winter passen, dass wir in der Winterlandschaft rumlaufen. Ja, ne? Aber nee. Nö. Vor allem, wir müssen ja echt mal im Dorf wohnen, ne? Wir können uns auch irgendwo was Eigenes aufbauen, ne? Aber es wäre halt an einem Dorf besser gelegen. Warum? Wegen was willst Villager? Du hier? Hä, da nimmst du dir zwei in den Boot. Da nimmt sich jeder hier ein Boot und ab auf dem Eissee und weg damit. Ach so. Hä, du brauchst doch bloß zwei. Ja. Mehr brauchst du doch nicht. Jo, guck mal, es gibt eindeutig. Guck mal, es gibt hier Elfen und es gibt Leute mit Hut. Ja. Ich frag mich aber, ob man schon was Neues weiß zum neuen GTA heißt. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt ein Heist gibt. Ich habe bloß spekuliert, dass es dieses Jahr wieder ein Heist gibt. Na, wir werden es ja vielleicht bei Wochen oder so rausfinden. Willst du demnächst erfahren? Ich habe bloß spekuliert, weil es normalerweise immer zum Dezember ein Update gab und es in den letzten 3 Jahren halt Doomsday heißt, jetzt habe ich es gerade schon mit Casino heißt und Carl Perico heißt, in den letzten 3 Jahren hätte man halt gehabt, ne? Deswegen habe ich nur spekuliert darüber, dass es eventuell einen geben könnte. Also das ist, hoffe ich, dass das, im Winter gibt es immer das zweite große Update und ich hoffe, dass das wieder ein Heist-Update ist, sagen wir es so. Weil ich bock heute auf so einen Riesen-Heist wieder. Mir gefallen, was wir zum Ende von Minecraft Survival machen können, das schreibe ich dir jetzt mal, das möchte ich noch nicht laut sagen.
Schade, geht nicht. Erstmal ein Hühnchen fressen, so geht's mir gut. Was sagst du dazu? Ey, wer bist du denn? Ey, Puppe! Ey, guck doch nicht so in die Erde! Ey, Puppe, was geht? Oh, du bist aber süß! Oh, guck mal, ich hab Mausi gefunden, meine neue Freundin. Was sagst du zu der Idee? Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Okay. Du hast gesagt, du willst nicht laut sagen, also sag ich gar nichts. Merk ich lauf gerade meiner neuen Freundin hinterher. Guck, die guckt dann noch in den Blöcke rein, die ist voll verzweifelt. Hat da jemand zu viel Kalle-Videos geguckt? Wieso? Ich lauf doch bloß der Katze hinterher. Weil er die Katze auch Mauzi genannt hat. Ja. Oh, die der ist eine Unterwasserhöhle, ne? Ey, hier ist eine Unterwasserhöhle, ne? Oh yeah. Ja, hier ist Underground-Höhle im Wasser. Oh, ja, der Farmer steht auf seinem Feld und denkt sich so, Bruder, wer hat meine Sachen geklaut? Ich. Ja, war mir klar. Aber der Farmer denkt sich das gerade. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt Schönes? Keine Ahnung, warten, bis Leon unter der Woche zu dir kommen kann. Na, wenn's doch mal ist am Wochenende halt. Nein, ich überlege gerade, was wir können ja noch weiter hier zocken. Wir können ja auch weiter Progress machen, ne? Ich suche ein weiteres Dorf. Eigentlich... Das Dorf gefällt mir nicht so. Ja, wir brauchen, wie gesagt, auch eigentlich gar kein Dorf. Wir brauchen bloß zwei Villager. Ja, warum willst du denn machen? Dann kannst du dir einen riesen Keller bauen, in dem wir ganz viele Dorfbewohner einsperren. Hey, lass mal machen. Ja, mach ich auch. Ich crafte mir jetzt ein Boot. Ja, such dir erstmal einen Spot, wo wir bauen wollen. Ja, okay, dann... Ja, okay, dann hol ich... Dann können wir uns immer noch welche rankarren. Ja, okay, dann hol ich und suche ich uns schon mal einen perfekten Spot, der nicht weit von hier ist am besten, ne? Es kann ja auch in der Nähe ein anderes Dorf sein. Ja, okay, gut. Ich habe ein Iglo gefunden. Da kann man reingehen. Ist mir bewusst, ich habe ein Iglo gefunden. Anderes. Da kann ich mir auch ein Dorfbewohner verzaubern, Alter. Mal gucken, ist der Raum hier unter? Ich guck mal. Ich guck mal, ob der Raum hier unter ist. Das sieht aber nicht so aus, nee. Ich suche uns. Der Raum ist leider nicht da unter. Ich suche uns. Unter dem Iglo. Ich suche uns dann mal einen besseren Spot. Nee, der Raum ist leider nicht hier unter. Schade. Ne? Ja, ja. Schade. Das ist ein Billo-Iglo. Hier ist nicht der Raum unter, in dem man zwei Villager finden kann. Aber ab hier wohne ich jetzt einfach. Ich wohne einfach in diesem Iglo, Digga. Ne? Wollen wir nicht eigentlich zusammen einfach einen Spot suchen? Wo bist du jetzt langgelaufen? Bin jetzt kurz außerhalb des Dorfes. Ja, ich auch. Ich bin gerade hier auf einem Schneeberg. Da habe ich gerade das Iglo gefunden. Bin vom Schneeberg weggelaufen. Bin da, wo ganz viele Pferde sind. Ja, jetzt lass doch mal kurz ein Dorf treffen. Es macht doch mehr Sinn, wenn wir zusammen uns einen Bauspot suchen, ne? Ja, okay, let's go. Kommen wir jetzt zurück zum Dorf. Ja, mach ich jetzt auch. Du hast den Fortschritt allerbeste Freunde. Zieh mein Tier. Scheiße, ich habe keinen Sattel. Fuck. Tja, den musst du erstmal einen Dungeon finden. Davon müssen wir in die Wüste. Nö. Dein Skelett-Spawner, da könnte auch ein Sattel drin sein, wo du letztens hattest. Da war ich schon drin, da war nur eine Pferde. Ja, aber da könnte auch ein Sattel drin sein. Du musst nicht in die Wüste, es reicht irgendein Dungeon dafür. Ja, es kann eine Pyramide sein, es kann ein Spawner sein, egal was. Es kann auch ein Dschungeltempel sein, es kann in all diesen Kisten kann ein Sattel drin sein. So, ich bin jetzt bei dem verzweifelten Dorfbewohner, der sich fragt, wer sein Essen geklaut hat. Lul. Gut, ich bin jetzt wieder beim Dorf, ne? Ja, ich auch. Ich stehe gerade bei dem Dorf. Ja, ich nehme dort noch die Diamanten und die ganze Stuff mit. Ja, und dann lass uns sonst einen Bauspot suchen. Dann würde ich ansonsten mich unter der Woche oder so coole Sachen bauen. Ja. Ja. Und dann ansonsten... Ja, zumindest wenn es dann noch stimmt, darf Leon eigentlich theoretisch dann nächstes Wochenende zu mir. Also zumindest war das die Aussage gestern, ne? Okay. Also wenn sein Vater nicht arbeiten muss, dass er dann bei mir übernachten darf. Und dann würde ich halt mit ihm Minecraft zocken.
halt mit dir zusammen und ansonsten vielleicht auch. Töte halt die armen Schafe, Digga. Was haben sie dir getan? Und dann nimmst du mich mal die Wolle mit. Na? Sodass wir dann vielleicht dann zusammen halt erst anfangen und dann mal gucken. Ich habe erst schon gesehen, ich habe erst schon ausprobiert. Eigentlich klappt das eigentlich sogar mit Fraps hier aufzunehmen, das Ganze, dass die FPS trotzdem stabil sind. Hab noch was vergessen. Na? Ja. Na? Hab noch was vergessen. Oder ich ansonsten dann, wenn du dann irgendwann offline gehst, dass er ansonsten dann vielleicht auch irgendwann in der Nacht, keine Ahnung, wer ich dann auch sein Haus baut und so, ne? Na? In der Nacht, perfekt. Ja, was? Wenn wir zusammen zocken, dann gleich die Nacht durchmachen. Also kann er auch mitten in der Nacht einfach mal weinen dann bauen, ne? Wenn man nichts anderes mehr machen will, ne? Warum denn nicht, ne? Ja. Ja. Hier, Moon. Moon, Alter. Na doch, ich geh da jetzt schon mal. Ja. Diesen komischen. Ich bin auch voll trapped in Paradise, ne? Heute, ne? Ich bin voll. Wo bist du? Ich wollte mitkommen. Hä? Huh? Ja, ich bin ja schon wieder hingelaufen. Ich bin hier oben bei dem Haus, was auf dem Berg steht. Ach, da. Da muss ich erstmal hinkommen, das dauert einen Moment. Ich bin jetzt voll gefangen im Paradies, ne? Ja. Ja. Steht auf meinem Hoodie. Trapped in Paradise. Trip. Ja. Na? Mhm. Ah, ja, ja, ja. Ah. Ja, 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 ja. Apo RID nennt sich auf TikTok alles, was er isst. Apo RID, Burger oder so, keine Ahnung. Wer sich mal Burger fährt. Ja, er hat doch seinen Kanal zwischendurch doch Fahrrad genannt, Digga. Ja. Guck mal, bloß das Ding ja. Ist, Apo RID ist jetzt irgendwo im Urlaub. Keine Ahnung. Ich weiß, ich kenne was jetzt. Ja, 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 von Mimi noch, ne? Mit Abo, deine, ey, Monte, dein Aquarium brennt und dann ist ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, dieser Clip ist so lost. Ist auch schon so lange her, ne? Ja, und Mimi verwendet diesen Clip doch so gerne für, ne? Immer, ne? Der strafrechtlich relevante Mimi. Ne? Dessen Kanal schon mehrmals gesperrt wurde. Ja, er wurde auch komplett gestriped, dann hat er vor Gericht gewonnen und jetzt wird gefühlt jedes zweite Video von ihm wieder gestriped. Als ob er vor Gericht saß, Digga. Ja, natürlich. Deswegen ist der Mimi-Kanal doch überhaupt wieder da. Er saß mit dem YouTube-Chef vor Gericht. Ja, ich mit dem YouTube-Chef, aber mit Anwälten von YouTube. Jo. Hat YouTube doch verklagt. Deswegen hat er überhaupt seinen Kanal wieder. Weil YouTube verklagt hat. Wie kann man nochmal schwimmen? Wie war? Mit STRG und W. Mache ich aber. Doch jetzt, ne? Ja, die Diamanten. Ich sehe es bloß nicht, aber ich glaube, ich schwimme jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe die Diamanten nicht mitgenommen, das ist das Wichtigste. Hm. Deswegen ist dein Kanal doch überhaupt wieder da. Und deswegen, das war auch eins der witzigsten Videos überhaupt. Wie er vorliest, warum angeblich die Videos denn gesperrt wurden, aus welchen Gründen. Guck mal, Schildkröte. Ne? Hallo, lass mal Schildi in Ruhe, Digga. Kannst du ja einfach Schildi umbringen? Natürlich kann ich du das. Du Tiermörder! Kannst du ja einfach Schildi umbringen? Natürlich kann ich das. Nein, das ist Schildi voll cool. Die habe ich als Minecraft-Figur, Plüschfigur. Ach, Digga. Ja. Das ist so kindisch. Wieso? Weil ich ganz viele Minecraft-Plüschfiguren habe, wenn ich doch echt kindisch. Was machst du da hinten? Hab dich ganz genau im Auge. Bisschen alten Stuff weggeschmissen. Krankheit. Krankheit. Ja, Digga, ich. Oh, ich habe immer noch die scheiß Holzspitzhacke dabei, Anna. So, ich habe schon 13 Federn, Anna. Ich mach mir einfach so ein Federbett, Digga. Ein Federkissen. In zwei Federn. Wochen können wir einfach wieder wochenlang durchsuchten Minecraft. Ja. Da habe ich ja am 17. schon frei.